Und damit hier willkommen zurück bei Deluxe Ski Jump 4. Dieses Mal wieder mit unserem Weltcup. Diesmal kommt die vorletzte Chance und das wird eingelöst. Mal hat Mr. Kopane hier, so war der Stand. Dieses Mal kommt dran Planica. Bedingungen einigermaßen gut, aber Framerate-Einbruch wieder, das ist wieder sehr schön. Genau direkt am Absprung. Direkt. Leutchen, ist das jetzt hoffentlich wieder stabilchen? Scheint zu sein, jo. Das ist doch blöd, wenn der gleich so unstabil da rausgeht. Da kommt er ja nicht mal über die 200 Fuchsmeter. Irgendwie blendet mich hier gerade auch. Der sieht doch schon etwas gleichmäßiger aus, der Flug. Schaut von der Sicht aber so aus, als ob er irgendwie mit 3 km/h über die Schanze fliegt. Wie machen wir das jetzt, damit mich diese komische Lampe hinter meinem Tisch nicht blendet? So geht's doch. Allerdings Vegard, Hauke, Sklett. Zu früh abgesprungen, meine Güte. Das kann ja mal echt nicht die Wahrheit sein. Die Bedingungen sind eigentlich nicht brutalst gut, aber immerhin 1,5 Meter Aufwind pro Sekunde. Und jetzt steigt er nochmal auf und bleibt auch stehen. Bei 214 Meter. Und gerade eben in Kusamo war ja Weltcup da. Severin Freund vor Dimitri Vasiljev jetzt gewonnen. Ist ja zurzeit Weltcup-Führender vor Gregor Schlierenzauer. Gregor Schlierenzauer ist so ein bisschen... Hatte zwar ein bisschen Aufwind, dabei ist irgendwie so noch halber Ding eingebrochen. Irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber kann natürlich passieren. Na. Oh, scheiße. Kommt man einmal auf den beschissenen Knopf und alles ist am Arsch. Naja. Zu spät. Sehr schön. Björn einer Rumören. Die Schanze sieht ja auch sehr groß aus, muss man gleich dazu sagen. Schade, dass in diesem jetzt Update von der 1.3 keine neue Flugschanze reingebracht wurde. Das wäre auf jeden Fall nochmal sehr schön gewesen. Was ist denn jetzt hier mit den Sprüngen los? Springt wieder mal zu spät ab. Aber übernimmt Franz Führung. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Der ist auch zu spät abgesprungen, aber schauen Sie an die Höhe. Das ist das Ausschlaggebende. Schauen Sie sich an, das ist ein bisschen komisch, wie ich. Das ist immer so, wenn man nämlich das Kommentieren immer im Fernsehen sieht. Dann merkt man sich das automatisch auch für andere Sachen, die man sagt, und dann... Huch. Oh, der ist weit. Das ist die Führung. Dimitri Vasiljev. Gerade wie bei Kusamo führt er jetzt gerade. Jetzt machen wir mal hier wieder die Standard F1, F1, ja, F1 Sicht. Jetzt erstmal war vermutlich fail ich jetzt den Absprung. Ah, nee. Da sieht man gleich, wie weit es wieder runter geht. Andreas Kofler. Übernimmt gleich wieder die Führung. Okay, und dann. Emanuel Schedal. Sehr. Oh, das war sehr schön. Trotz dieses großen. Dieser großen Weite geht er recht weit. Jakub Janda jetzt. Ist auch, da ist er eingebrochen. Schade eigentlich. Jetzt gucken wir mal kurz, wie es hier für Peter Prejutsch aus dieser Sicht aussieht. Eigentlich gar nicht so schlecht, noch nicht zumindest. Und geht auch über Hillsize.
Und wir nähern uns ja hier quasi fast schon oder sind schon bei 230 Meter für die Führungsweite, die ja benötigt wird. Kamils Doch ist erstmal auch sehr eher aggressiv zur Schanze und stehe aber nicht ganz so weit wie Emanuel Schädel mit 201. Okay, da ist er auf Platz 4, das ist schon eine sehr gute Platzierung jetzt hier. Fürs Erste einmal Thomas Morgenstern jetzt. Zu spät abgesprungen, aber gleich danach sofort an Höhe gewonnen. Aber der fällt runter und stürzt sogar noch, ganz schade. Na, so ganz locker legt er da hin und damit übernimmt er den dritten Platz jetzt hier. Robert Kran jetzt. Der steigt auch nochmal auf. Jetzt wird es hier aber langsam interessant, weil jetzt kommen hier die Top 10. Und jetzt wird es hier interessant, wer vielleicht bereits die Vorentscheidung für diesen Weltcup liefern kann. Das wird jetzt mal interessant. Ito, das war jetzt nicht die große Leistung jetzt. Anders Bader. Auch eher spät abgesprungen. Verliert allerdings. Oh, da hat er doch noch ein bisschen an Höhe verloren. Das reicht auch nicht, da muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen, da außer im zweiten Durchgang kommt jetzt nochmal von denen, die jetzt gerade nicht wirklich überdurchschnittlich gut waren, etwas mehr. Janne Harponen. Ja, das könnte schon etwas besser gewesen sein. Tom Hilde jetzt. Naja, die können jetzt noch nicht so viel mehr sagen zum Weltcup, aber wer weiß, was damit anders von der Melon Welter da vorne noch passiert. Und das war jetzt auch ganz knapp. Hätte er beinahe gestürzt. Hätte er beinahe gestürzt. Auch komisches Deutsch. Da wäre er beinahe gestürzt. Dennis Kornilov, die Russen stauben hier recht viel ab. Jetzt noch zum Ende einmal. Andreas Wank. Und ab jetzt sollten nun mal eher hier etwas größere Weiten kommen. Da bekommt er eine sehr gute Bewertung, Andreas Wank. Und jetzt hier nochmal ein Deutscher, gleich direkt da noch gefolgt. Der ist gut, der ist gut. Und das könnte die Führung sein. Nein, nicht ganz. 0,1 Punkte fehlt ihm jetzt hier. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. Vor allem, wenn es dann immer um den Weltcup um 0, oh, Scheiße. Das passiert, wenn man sich nicht konzentriert. Geil. Damit ist schon mal Juri Tepes raus. Das tut mir jetzt sehr leid für alle, die hier bei diesem Weltcup für Juri Tepes waren. Runewelter jetzt die beiden führenden Norwegen. Der geht auch nochmal hoch, der fällt aber nochmal eher runter. Bekommt hier den fünften Platz zugeschrieben. Und jetzt der für zurzeit führende Anders van der Mel. Na. Jetzt kriegt er erstmal ein bisschen Geschwindigkeit. Das könnte jetzt aber passieren, dass der jetzt hier nochmal etwas mehr aufsteigt. War das über Hillside? Nicht ganz. Gut, damit ist dann diese Folge jetzt hier erstmal damit beendet. Knapp 9 Minuten wurde diese Folge jetzt hier. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.